Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Session hier in Train Driver 2. Heute gibt es keine Vorstellung. Wir machen mal Fahrdienstleiter und zwar in der Station Wasilko. Eine relativ neue Station. Ich habe dir auch in einem eigenen Video schon mal vorgestellt. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, schaut euch das mal an. Ist in der Playlist von Train Driver 2. Und ja, ich dachte heute mal so eine Stunde, zwei, lassen wir hier mal Züge durchfahren, nachdem es ja hier mechanisches Stellwerk ist. Und das war der falsche Button. Wir werden heute vor allem damit arbeiten und natürlich im anderen Stellwerk. Im Moment, das ist das gleiche. Gehen wir mal auf das hier und mit dem hier arbeiten. Es ist jetzt nicht wahnsinnig kompliziert hier zum Steuern. Denke ich mal davon aus, hat eigentlich nicht sehr viel Spezialitäten. Und dann schauen wir doch mal, was für Leute hier bei uns vorbeidüsen und ob soweit alles einwandfrei laufen wird. Okay, wie ist der Stand der Dinge aktuell? Also ich habe es gerade gestartet vor nicht ganz 5 Minuten. Wir haben es jetzt hier 15:28 Uhr und der nächste Zug kommt erst um 17:15 Uhr. Gehen wir davon aus, da kommt vorher nochmal was. Das ist ein Regionalzug, Triebwagen. Ich werde Cuts machen, sobald es hier ein bisschen Action gibt im SWDR und fahrplanmäßig, damit ihr hier nicht warten müsst. Und dann würde ich sagen, kommt der Cut. Bis zur Action. Bis gleich. Okay, Leute, es geht los. Da ist jemand gespawnt. Södra, analyze, when ready. Aufregung, jetzt ist die ganze Zeit nichts passiert und jetzt kommt jemand. EP07. Ja, und hat ein paar Wagen hier hinten dran. So, haben wir. Okay, ich gehe mal ganz kurz in unsere Hütte rein. Ich bin uns in den Farmax. Was Pisney. Alles klar. Dann sagen wir doch mal. Haben wir verstanden? Also Farmax 125. Ja, dann machen wir da mal was. Er hat 1, 2, 3, 4, 5. Das passt. Post P, Elektrowatts 125. Fährt über B raus. Und dann schauen wir mal, was wir hier so schönes generieren können. Oh, das ist aber alles schlecht. Was haben wir hier? Oh, Scheiße, nein. Bitte mal neu generieren. 27 Kilometer. Und da geht ein bisschen was mehr. Sonst müssen wir mal händisch ein bisschen craften. Blastkey. Nee, das machen wir nicht. Wie schauen wir denn so aus? Ist schon besser. 22 Uhr, Ladenhof. 34 Minuten, bist du wahnsinnig. 19 Uhr, 1 auf 2. Holy shit. Ja, wir müssen hier eine andere Station aussuchen. Lisco. Das ist schon mal besser. Jetzt Tomislo. Ja. Grabo. Nee. Zimisi vielleicht. Und hier vielleicht noch. Ach du Scheiße, Tomislo. Wieder. Lisco, Zimisi. Jetzt Tomislo mal so. 17 Minuten. Ne. Alle doof. Retti. Retti und dann Schermi vielleicht. Ja, das ist schon besser. Mal gucken. Jetzt vielleicht Tarkovic. 17:09 Uhr. Bilichovo mit 2. 17:35 Uhr. Ja, vielleicht noch eins mit dazu. Na, das machen wir nicht. Machen wir das mal so. Okay. Ospi, Abfahrt 16:09 Uhr. Schauen wir mal, ob das okay ist.
Wunderbar. Findet er gut? Sehr gut. OBS, ist bei dir noch alles okay? Ja, bei dir ist noch alles okay. Wollen wir schon mal fragen. Müssen wir mal vorbereiten. Sorry. 1, 2, 3. Wo haben wir denn sorry? Da unten, da Stasi. Gehen wir schon mal rein. Passt. 16:09. 9 Minuten. So, und weil er auf Gleis 2 steht, jetzt muss ich mal ganz kurz auf meinen Cheat Sheet gucken. Das wäre C2. Dann auf die Ausfahrt. C. C to Route BL. C6. Was ist C6 nach meinem Plan? Das ist da oben. C4. Ne, wir brauchen das C. Ja, Switches 1. Gut, to Route BL. Das wäre eingestellt. Darf auf gar keinen Fall den Bahnübergang vergessen, mein Level 12er. Ich lasse noch offen. Ah, soll ich sorry schon mal fragen? 9 Minuten. Ja. Ich frag mal schnell. Lassen wir hier wieder rein. Sorry, schreibt man noch nicht. Okay, ist im Moment noch busy. Aber haben ja Zeit. Ah, diese Loks sind so brutal laut. Ich werde das dann im Edit nochmal anpassen. Mal ein bisschen nah ranfahren hier, ne? Ja, wobei. Der wird schon zurechtkommen. Ja, wenn rein Worte bis wie. Was ist hier? Okay. Let me know. When ich bin mir nicht sicher, was er da gerade macht. Und weg ist er. Na, ja, Panto checken. Und weg ist er. Meine Damen und Herren, Sie haben keinen Lokführer mehr. Ah, vermutlich schaut er nur die Lichter hinten. Oh, ja, das ist literally mein. Oh, jetzt ist frei. Das war. Lass mal gucken. Sorry, SR. BL. Sorry. Sorry, sorry, sorry. SR. Connect. WBL. Es blinkt. Ja, jetzt muss er nur noch annehmen. Komm, du schaffst es. Yes, es ist solid. Gut, dann Bahnübergang. Sollte zugehen. Ist zu. Jetzt sollte in der Theorie. Richtige Signalaufgabe sein. Jo.
Sehr nice. Ich muss da hier mal rausgehen. Und meinem SWDR kontrollieren. Jo. Das dürfte er bei sich sehen. Also ich weiß nicht, die alten Semaphor-Signale, die sind halt schon sexy. So gut wie die modernen auch sind. Und von den Erleichterungen, was sie herbringen, aber die schauen einfach am schönsten aus. Und vor allem die klackern auch so schön. Ja, ein paar Minuten hat er noch. Freut mich. Dann habe ich immer noch nur den 1715-Zug hier. Naja, ich werde den Spawn dann wieder aufmachen. Da kommt dann wieder gerade einer rein. Eventuell mal ein Güterzug, dann wäre es auf die andere Richtung mal raus. Bisschen Abwechslung. Aber ist er noch jung. Ist halt standardmäßig bei GD2 so, dass man einfach mal ein bisschen braucht. Außer, hat eine sehr beliebte zweigleisige Strecke, dann dauert es nicht sehr lang, bis der Fahrplan voll wird. Zum Beispiel Alexandru Kujawski. Das ist so eine Station, da wirst du recht schnell zugemüllt mit Fahrplänen. So. Gut, ich würde mal sagen, wir machen mal hier einen kleinen Cut bis zur Abfahrt. Und dann bis dahin wird, glaube ich, erstmal nichts passiert. Also, bis gleich. Wunderbar. Also so ungefähr 20 Minuten sollte er. 20 Minuten, 20 Sekunden sollte er abfahren. Das ist jetzt 50. 51. Mal schauen, wie genau er da ist. Letzter Kontrollcheck noch. Anton nach unten. Und dann würde ich sagen, bleiben wir hier stehen, bis das Signal wieder zurückgeht. So, wunderbar. Er fährt ab. Ich muss gerade mal speichern. Hat er gut gemacht. Gott sei Dank nicht mehr so laut. So, Signal. Fall mal zurück. Ach nee, warte mal. Ich glaube, dass wenn er ganz durch ist. Na? Komm. Noch die Abfahrtsmeldung machen. Klack hat schon mal gemacht. Ah. Geht es nicht mehr zurück? Machen wir mal schnell die Abfahrtsmeldung. Ist weg. Sorry. Die Parade. Und jetzt wirklich nicht mehr zurück? Ist das jetzt neu? Haben sie nämlich vorher gemacht. Das finde ich aber geil, dass sie nicht mehr zurückfallen. Okay. Dann ist es schon mal realistischer. So, passt. Daumen nach oben. Wegnehmen. Ich nehme ich auch mal wieder weg. Und dann können wir den Übergang hier wieder aufmachen. So, raus auf den Perron. Bin hier wieder weiterfahren. Okay. Ja, ich würde sagen, das war's. Schauen wir nochmal hier rein. Ja, da nichts mehr geschrieben. Das passt planmäßig. Und noch den Einzug. Dann mache ich mal den Spawn hier wieder auf. Und warte mal auf den nächsten. Vielleicht ist es hier ein Güterzug. Wer weiß. Okay. Leute, nächster Cut für euch. Wir sehen uns, wenn hier wieder was zu tun ist, auf der kleinen Station hier. Bis gleich. Okay, da bin ich auch schon wieder. Es gibt ein kleines Zwischenupdate. Wir haben tatsächlich mehr Züge bekommen. Wenn wir hier mal reingucken, 1641, ein LTE, der hier einmal durchrauscht. Schauen wir uns das doch mal ganz kurz an.
Hat aber noch ein bisschen. Moment mal. Als LTE. Sollte der da. Moment, muss ich gerade mal selber nachgucken. LTE. Leerzug. LTE. Lokleerfahrt. Von Zug, Güterzugen. Ha. Weiß nicht, ob man das als LTE durchgehen lassen kann. Wird noch voll vag. Wäre doch eigentlich ein Güterzug. Gut, jedenfalls, der fährt durch. Dann haben wir noch einen Regionalzug um 17.14 Uhr. Das ist, glaube ich, noch der von vorher. Und 17.36 Uhr ein Express. Nochmal EP09. Ja, natürlich, eine EP09. Fahren sie doch irgendwie alle. Bis auf R hier. Ja, das ist erstmal so der Zwischenbericht von dem Ganzen hier. Ich würde sagen, wir sehen uns, wenn sich hier Knorma meldet, wenn er durchheizen will. Und dann schauen wir, dass wir den recht schnell zügig durchbekommen. Zeitmäßig haben wir ja ganz guten Puffer. Also, liebe Leute, bis gleich. So, da sind wir schon da. Ich werde schon angefragt für den 465021. Das ist der Kollege da. Bisschen zu früh, aber sag mal ja, ist free. Dann wird er gleich mal bei uns klingeln. Und ich würde sagen, den lassen wir auf 1 ein, weil wir eh keine Zeitkollision haben. Da klingelt's. Einmal annehmen. F-Boots. Gut, rein in Stellberg. Also, der Kollege fährt ein auf Gleis 1. To route BL to track 1. Wir wollen A auf 1. Dann brauchen wir RG1. Das ist das hier. Gut. Am besten warten wir noch, bis er losgefahren ist. Jetzt hören wir das. Und dann können wir gerade schon mal fragen, dann auf der nächsten Station, wie es aussieht mit der Weiterfahrt. Vielleicht den Bahnübergang schon mal zumachen. Also noch blinkt's. Jetzt kurz den zweiten Tab einschauen. Minus 2. Nur Vasiko, Abfahrt 16.31, 34, 41 bei mir. 48 in Dropzniak. Was ich eh wieder falsch ausspreche. Bin immer noch nicht so happy, dass das eine LTE ist. Nee, das. Also, ich bin nicht so hundertprozentig sicher, aber wie gesagt, das müsste ein TOW sein. Naja. Gut, wir schauen mal aus. Blinkt noch. Zumachen, nicht zumachen, es ist 28. Minus 2, geplante Ankunft 39. Nee, für die Autofahrer lassen wir hier noch offen. Müsste nicht wirklich nur noch A. Mal kurz checken, das war A1. Okay. Ja, macht das Sinn, dass A1 ist, weil wir fahren ja nicht abzweigend. Gut. Ich lasse mir das hier offen. Und wenn es dann soweit ist, sehen wir, beziehungsweise, nee, bis was? Ich tue das schon mal vorbereiten. Ist gut da. 3-4. Wie ist der Zug jetzt nochmal? 465021. Fragezeichen. Nehmen wir das in den Tab hier schon mal vorbereiten. Zunächst. Oha! Der Pepsi. So. Drin. Gut, dann würde ich sagen, warten wir noch einen kleinen Moment.
bis er da ist. Okay, es leuchtet jetzt durchgehend. Das heißt, ich werde mir jetzt mal den Bahnübergang zumachen. So, schauen wir, dass der komplett zugeht. Auf beiden Seiten. Das sieht doch gut aus. Leuchtet auch rot. So, einmal das da. Einmal das da. Gut, dann waren wir hier in dem Stellwerk fertig. Dann gehen wir zu dem Stellwerk hier. Und wir fahren dann von Gleis 1, Signal G, nach da aus. From Signal G zu CZB. So wirklich gar nichts. Okay. Ja, gut. Das wird erstmal vorbereitet. Dann schauen wir gerade nochmal in den Fahrplan rein. 1:40, 5, 6 Minuten. Ich glaube, wir können schon mal fragen. Ist so eine GMS 3:45:05:021. Anfrage ist draußen. Und man kann ja hier gerade durchheizen, wenn wir es ja nicht anhalten. Wenn wir gerade bei dem Thema sind. Wie schwer bist du eigentlich? 162 Tonnen. Jo, ist frei. Dobson jetzt MS. MS, connecten, WBL. Und Anfrage blinkt. Und angenommen. Sehr gut. Dann. Was habe ich jetzt gesagt, für Signal ist es? G. So. Und offen. Sehr gut. Da ist auch schon der Kollege. Wittum. So. Geh mal auf den Perron. Das würde ich mir hier geben. Sehr geil. Mal schauen, wie lange es dauert, bis er hier ist. Boah, ich vergesse die ganze Zeit, meinen Timer anzumachen. Ich lasse nämlich die Aufnahme durchgehen. Aber die Parts, wo etwas passiert, da lasse ich halt gerne meinen Timer laufen. So. Ja, dann können wir hier schon mal sagen, ist da. Mache ich dann für SWDR. Ja, oder doch hier oben. Hier oben. Das wäre schon nur irgendwie nice, wenn der Autoverkehr hier funktionieren würde. Dass sich dann hier so ein bisschen staut, wenn es zu lang zu hat. Wird dann ein bisschen motivieren, dass man das halt auf und zu macht. Ich meine, wenn ich jetzt nicht so in der Mut bin, dann lasse ich das auch meistens dauerhaft zu. Ist natürlich nicht realistisch, aber ja. Oder dass man zum Schluss irgendwie so eine Auswertung kriegt mit, oh, das war die ganze Zeit zu, und dann gibt es irgendwie so Abzug oder so. Ah ja, Einheiten. Erstmal noch Performance fixen, aber der Patch kommt demnächst. Da ist er ja. Fährt leer. Warum jetzt den SWDR falsch anzeigt? Okay. Da wurde er aufgelöst. Jo. Oh, Signal ist zurückgefallen. Weg ist er. So, sagen wir mal plus plus. Dann wird er hier noch gleich vorbeirauschen. Ob das jetzt auch von allein zurückfällt? Und weg. Okay, haben wir hier mal die Meldung. Minus 2.
Ist das jetzt auch von allein zurück? Okay. Boarded minus 2. Hätten wir das. Und dann sind wir hier bei der Rückbauen. Schade, jetzt hätte ich mich irgendwie gefreut, dass sie nicht von allein zurückfallen. Aber ist, wie es ist. So, hier nochmal. Zurückbauen. Das sollte halt vielleicht mal wirklich plus plus geben. Ja, mach Straße. So. Ja, vergessen? Nee, nochmal falsch geklickt. Gut. Denn alles hier wieder nach oben. Perfekto. Sehr gut. Läuft hier. Könnte jetzt noch ein bisschen mehr los sein. Mal schauen. Wir haben jetzt noch 2 Züge. Ich hoffe, da kommt noch ein bisschen was. Bei den Spawn gleich wieder aufmachen. Und doch mal gucken. Aber macht Spaß hier, die Station. Liebe Leute, bis gleich, wenn hier wieder was los ist. Und da bin ich auch wieder. Kleines Update. Wir haben es jetzt 16.59 Uhr. Wir schauen mal ganz kurz in den Fahrplan rein. Um 17.14 Uhr haben wir hier diesen Personenzug, den Kiebel, der da kommt. 17.23 gerade im Anschluss den RPE. Dann haben wir um 35 den Express und den MPE um 17.55. Weitestgehend alles noch im Fahrplan. Bei dem vermisse ich gerade ein bisschen, dass er mir schreibt. Mal schauen, wo ist er denn? Wo war das jetzt gerade? Ne, 11.809. Nicht unser Zug. Togo, Zimnisi, Grabo. Ob der nicht doch eine Verspätung hat. Der sieht nicht gut aus. Der hat hier gut Verspätung aufgebaut. Hat da wegen 4 pH wieder abgebaut. Grabo hat er auch nochmal 4. Das könnte spannend werden. Vor allem nachdem der RPE da gleich kommt. Im Anschluss, das ist Teigt. Zwar dann. Ja, okay. 4, 6, 5. Nein, ist auch nicht uns. Oh, das wird spannend. Wobei der hat technischen Halt 3 Minuten. Da kann man ein bisschen kompensieren. Und da ging er weg. Ja, spannend mit dem. Also 15 Minuten hat er noch. Also eigentlich 14 Minuten. Die Meldung sollte aber davor noch kommen. Ich werde das mal beobachten. Was haben wir denn da für einen Fahrer? 21371. 21371, Level 6. Der steht in Zimnisi momentan. Zimnisi, das ist da, fährt weiter nach Grabo. Der wird verspätet ankommen. Spannend, spannend, spannend. Okay, liebe Leute, wir machen nochmal einen kleinen Cut, bis was Neues gibt. Und dann mal schauen, wie wir das handeln. Bis gleich. So, endlich werde ich angefragt für den 21371. Das hat Verspätung. Nochmal free. Das Einzige, was mich bei dem halt ein bisschen nervt, ist. Der ist noch nicht abgestempelt. Ah, das wird spannend. Wir haben 23 schon mal den RPE. Und dann kurz dahinter der Express. Das wird spannend. CZB. Guck mal, Jung. CZB, blockier. Mach. Wir gehen nochmal in unser Stellwerk rein. Das werden wir hier gleich als erstes brauchen. Bomb Root, CZB to Track 1, 2, 4, 6. Das ist H. H auf die 1. H auf die 1 wird dann RG1. Einfach nur schon mal vorbereiten. Ja, gut. H und dann H1. Hätten wir das hier schon mal.
Sowas habe ich doch gern mit Verspätungen. Immer wieder eine Freude. Was ist jetzt los? Grabo, Rogo, Hackrack. Hackrack, was bist du? Grabo, Grabo, Grabo. Level 8. Jetzt klingelt's. Gut. Angenommen. Also, H1. Jetzt nach draußen schauen. Es sieht gut aus. Da soll der Junge Gas geben. BL. Diesmal die Ausfahrt andersrum. Ich schau mal ganz kurz auf meinen Cheat Sheet. Das wäre, beziehungsweise ich kann es eigentlich mit euch angucken. Ich habe es mal halt ausgedruckt. Das wäre B. Signal B noch dort aus. Dann kurz mal hier hin. B. Okay, war einfach nur B und das hier. Perfekt. Und nachdem der hier hält, können wir uns mal hier hinstellen. Beziehungsweise, nee. Schauen wir uns hier hin. Damit ich das gerade wieder retour machen kann. Der hat doch nicht mal. Ach nö. Junge, Gas geben. Ganz schnell. Alter, Gott sei Dank hat der 3 Minuten technischen Halt, aber. Das glaube ich. 18. Ja, die Zeiten stimmen halt nicht. Ja, wobei, ja, jetzt so. 2 Minuten, macht er vielleicht noch 1 Minute. Wenn wir die schnell loswerden. Ich tue das schon mal vormachen. Stop now. 3, 4, 2, 1, 3, 7, 1. Fragezeichen, dankeschön. Lapno, wer sitzt da drin? Lapno, Lapno, Lapno. So. Level 9. Etwas werden, okay. Gut, da muss der jetzt nur noch auftauchen. Ich warte schon drauf, dass der. Der. Okay. Der ist weg. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht, wenn er jetzt wirklich weg sein sollte. Mal gucken. Ja. So viel zum Abstempeln. Weil dann habe ich Puffer für den Express, der minus 6 hat. Wie geht denn das? Irgendwo kalten. Technischer Halt, technischer Halt. Selber definieren zum Halt. Rogo, Hetmanis, Waseko. Ja, du kommst erstmal nicht zu früh, mein Junge. Na, shit, er ist wieder da. Es war noch der Übergang. Gut. Wie sieht mal aus? Hast du jetzt schon was gemacht? Ja, Ausfahrt zumindest. Dürfst 5045, habe ich den? Nee. Okay, gut, liebe Leute, machen wir nochmal einen Cut, bis ein bisschen was zu tun gibt. Warte mal, Stichwort zu tun. Soll ich den Bahnübergang zumachen? Ne, lass ich noch. Schauen wir, dass mal der ROJ hier so schnell wie möglich hier antanzt. Das mag ich gar nicht, wenn mein Fahrplan nicht passt. Also, liebe Leute, bis gleich. So, unser Kollege ist endlich da. Oh, da gerade mal hallo. 21371. Ich hab das schon vorbereitet. Ich lappe nur DO Free vor. 21371. Wunderbar. Nachricht ist draußen. Ich hoffe, das geht jetzt schnell. Ja, wie tut er unterwegs, der Kerl da hinten? Bitte sagt ja. Yes, Free. Lapno DO, wunderbar. BL Lapno. Was ist es? Hä? Ach da. Connection. WBL. So. Da ist der Kiebel. Wir gehen mal ganz kurz ins andere Stellwerk. Bahnübergang ist offen.
Mach mal zu. Nächste Nachricht. Ne, nicht für uns. Gebel ist vorbei. Und das jetzt erstmal gerade so lassen. Ne, wobei. Sauber zurückbauen. Hallo? Also, Straße. VL. Gebel müsste ja gleich mal ankommen. Das ist Signal B. Das ist drin. B. Können wir gerade mal vorschreiben. Die Paret. Bei dem ist ein Licht aus. Ich weiß aber nicht, ob es ein Grafikglitch ist. So, Ausfahrt hat er. Oh, Dankeschön, er gibt Gas. Oh, weg mit dir, du bist zu spät. Okay, gut, abstempeln. So, 8 Minuten, 7 Minuten. Lappen noch Bescheid geben. Also, was ihm die Fahrt. Das ist jetzt auch wieder zurückgegangen. Bist du das eine oder war ich zu ungeduldig? Oh, alles wieder normal. Das jetzt. Hier können wir wieder aufmachen. Chat gucken. Passt. Plus plus. Nee, halt, falsch. Oh, plus, plus. Dankeschön. Okay, wir schauen mal aus 1723. Das wäre jetzt. Der ist auch nicht abgestempelt worden. Wo auch immer der jetzt gerade ist. Warte mal, 54144. 54144 ist ein LCS Glow Now momentan. Oh. Moment mal. Och, der hier. No, no, der ist gerade in der Nachbarstation, der nichts geschrieben hat. Und dann haben wir noch den Express. 2 Minuten Verspätung, 38. Ah, das wird eng. Warum schreibt er nicht? 541, der ist unterwegs. Mit 94 Stundenkilometern. Jetzt ist Glono, Level 12. Wir müssen eigentlich anfragen. Blockade ist keine da. Okay. Komme ich gerade bei deiner Wallung. Wenigstens Airweg. Also Express und Designer hier. Technischer Halt. 36. Wir haben es jetzt. 24. Ich würde den Express gern vorher durchziehen lassen. Torzin, Roko, Hetmanis. Torzin. 201, wo bist du gerade? Roko. Ja, mal schauen, wenn der eine schnell ist. Mal beobachten. Gehen wir hier wieder auf Chat, da Fahrplan. Gut, dann würde ich sagen, gibt es noch mal einen Cut, bis es was Neues gibt im SWDR oder hier drin. Also,
Bis gleich. So, da, kleine Situationsupdate. Wir haben 17:33. Der RPE hat Verspätung plus 18. Der Express ist in Hetmanis. Fährt Richtung Todsühn. 15:25. Ne, das ist er nicht. Und das Ding ist, Todsühn ist momentan offline. Wenn ich mir das hier so anschaue, kann ich bereithalten, dass ich den gerade durchpfeifen kann. Ich hoffe, Todsühn kommt noch irgendwie, aber ich glaube es ja irgendwie nicht. Wenn ich mir das so anschaue, Dispatcher History. Es war Level 7, der hier drin ist. Oder gewesen ist. Genau so eine Art von Stau, auf das habe ich irgendwie gar keinen Bock. Aber ist wie es ist. Also achten auf 2001. Könnt ihr natürlich aufs zweite Gleis rennen lassen. 2001 ist jetzt in Todsühn. Free to from offline to schreibt. Ist wieder da. Todsühn. Ist nicht da. Basilko. Das ist jetzt richtig schlimm. Basilko. Ja. Soll ich nicht? Eigentlich nicht. Ja, so zuerst schreiben. Todsühn. Eigentlich. Ah, komm. Lass mal selber schreiben. Abwarten. Ja, Train Driver 2 wäre das dann richtig spannend, wenn man Verspätungen hat. Immer wieder ein Fest. Oh, danach werde ich mal selber ein bisschen rumfahren. GT2 hat einfach schon noch irgendwie die geilste Driving Experience. Einfach hier, der ganze Fahrverkehr einfach real ist, muss man so zu sagen. 201 ist am Abbremsen vor Signal B. So wie ich das gerade sehe. Komm, sag was. Todsühn ist immer noch nicht da. Ich schreib's ihm mal. Offen. Todsühn. To Basilko. Okay, ich hab's jetzt mal gemacht. Ich spiel auf Risiko. Was? Do they have a train to you with the military edge from the. Hä? Yeah? Miss Lou? Today I have a train to you with the military bridge. Who is it?
So, für den Express machen wir jetzt mal schnell die Einfahrt. Das wäre auf 1. Vom Blut CCP. Warte mal, vom H auf 1, RG1. Ja, SWDR, ich schau gleich nach. Das wäre die Einfahrt. Jetzt kontrollieren. Gut. Wir gehen mal auf das Stellwerk hier. Mal den Bahnübergang schon mal zumachen. Damit das kein Problem mehr ist. Cheat Sheet. B. Ausfall von B. So, das wäre das. Mal ganz kurz SWDR gucken. Little Bieber wird reinkommen. Wir werden mal kurz extenden. 19 Uhr. Gut, haben wir das. Okay. Bravo. Ist Gramma GA 3-4-2001. Bravo, bravo, bravo. So, hätten wir das. Billy sagt ja, man kann gerade durchfahren. Geil! Grabo GA. So, Grabo GA. Da bin denn einmal klingeln. Und ist offen. Cheat Sheet. B. Gut, ich kann eigentlich da unten einfach hingucken, ne? Expresser Durchfahrt. Mit Stand jetzt. Der Express. Wo ist der? 2001. Ist noch am Gas geben. Bitte tauch auf. Fahrplan. So, hier sagen wir mal. Extended. Dann kann der Biber hier einen Fahrplan reinbekommen. Die Aufnahme wird länger. Ich sag's euch, die Aufnahme läuft jetzt schon. Stunde 50 knapp. Das Video ist jetzt, glaube ich, vermutlich bei 30 Minuten. Da ist er ja. Mit Exit. So. Der von LCS Glono. LCS Glono. Haben wir ihm Bescheid gegeben? Oh, da hinten. Oh, das ging schnell. Also da hinten schon auftaucht. Klona weiß auch Bescheid, dass gleich frei ist. Stress! 2001 aus 1755. Ach, shit. Das ist der MPE. Gut, der Fan. Ein. So. Ah, sogar mit zwei Dudes unterwegs. Oh, tschüss. Stress. LCS Glono kommt.
kann das gerade mal so lassen. Mal in das Stellwerk hier rein. Und weg. So, die Parade 201. SWDR 201, abstempeln. 8 Minuten Verspätung. Und die Parade. Gut. Einmal zurück. Plus plus rein. 5 und tschüss. Passt. Was wäre das? Peron. Der nächste, der jetzt hier reinrauscht, ist eben er hier. Plus 18 Minuten. Ich glaube, den lasse ich mal auf Gleis. Ja, du weißt, 2. Ah, doch, ich glaube, ich mache da gleich 2 draus. Gut, Forscher zurücknehmen. Das wollte ich jetzt gar nicht. So, HFD2 wäre 13 und RG2. Mal kontrollieren. Das sieht richtig aus. Da fährt der Verspätete auf 2 ein. Der jetzt gerade offline angezeigt worden ist. Mann! Über DME, Tobarovi, Tobarovi. 1813, 1842. Ah, ich hab Spaß. So, hier alles wieder zurück. Ah, wir können hier den Bahnübergang wieder aufmachen. Fürs Erste. Der ist zurück. Der bedankt sich nochmal. Oh mein Gott, kurz in Chat. Block 541. Der ist weg. Blockade. Wird jetzt aufgelöst. Ja, ich glaube, der kommt nicht mehr. Ja. Nachricht. The train disappeared. Gut. Dann bauen wir das wieder retour hier. Schade. War auch irgendwo nicht schade. Oh, hallo. Sperre. Ach so. Jetzt. Hallo. Dankeschön. Und die 13 hinterher. Okay, alles wieder in Ausgangslage. Wenn der jetzt weg ist, dann haben wir fahrplanmäßig 1755 den MPE da. Und sitzt jetzt. Okay, das war nur, weil er weggegangen ist. Also wir haben von der Richtung, wo jetzt der eingefahren ist, diesen MPE. Von der Gegenseite haben wir dann diesen TME, den Beaver. Und einen TWR, den müssen wir umleiten. Da haben wir UN0336. Schön. Danke, dass ihr mir den auch noch reinschickt. Ja, gut, dann machen wir bei dem halt einen Umleiter. Ist kein Problem. Okay, das heißt, wir haben erstmal Ruhe bis 17.45. Ach, der hat Verspätung. Jetzt ist 17.48. Na ja, gut. Liebe Leute, kurzer Cut, bis wieder was los ist. So, ihr habt minimal was verpasst. Und zwar hat mich Grabe angefragt für den 10.272.
Der kommt jetzt von hinter uns her nach BL, der MPE. Da war was, PL plus 2 Minuten. Den glaube ich, lassen wir auf Gleis 1 einfahren. Blockade steht. Wir sagen H auf 1. Das wäre wieder RG1. FG1. Jetzt kommen wenigstens Züge von beiden Richtungen. Das passt auch. Gehen mal hier in das Stellwerk hier rein. Bahnübergang ist offen. Wir fahren von der 1 dann raus. 1 war B. Ja, B. Und warten da noch. Gucken wir mal. Blockade ist drüber. Das war mein Chat-Ding. 17:55. Tomislow. Ist da drauf. 3, 4, 10, 2, 7, 12. Fragezeichen. Tomislow. Wo ist er denn? Da ist er, da wollt ihn. Level 8, Anfrage ist draußen. Was er sagt, da kann er gerade durch. Kann hier der Übergang wieder runter. Ist free. Sehr geil. Tomislow JT. So, verbinden. WBL. Und ist durchgehend. Sehr geil. Dann, ja. Ich warte noch mit dem Bahnübergang, bis er da ist. Bin die Autofahrer noch fahren. Bin freundlich. So, der andere sind auch noch on time. 13:45. Ah, dieser TME, der wird noch spaßig. Fahre ich aber ab und zu auch noch ganz gern. Damit ich da mal ein bisschen anders fahre als sonst. Und um zu schauen, ob die Fahrdienstleiter das schnallen, dass man hier gefahrgut ist. Dass man halt hier auf gar keinen Fall neben dem Perron anhalten sollte. Deswegen lieber erstmal umleiten. Erstmal ist sich super sicher, der kann durchfahren. Gell? Sagst du auch? Joa. Ach ja. So, hier hatte ich, ja, da ist alles eingestellt. Gut. Hätte eigentlich nichts dagegen, wenn hier auch nochmal eine Steuerung für den Bahnübergang wäre. Schauen wir mal. 10:72. Geschwindigkeit 10:72. 73. Unterwegs, denke mal, wird nicht mehr allzu lange dauern, bis er da ist. Plus 32. Tja. Wenn der nicht auftaucht. Haben wir ein Stammstellwerk. Uhrzeit 5:50. 7:50 mit plus 2. Also müsst ihr gleich auftauchen. Und da ist er. Wir gehen ins andere Stellwerk. Zu. Runter mit dem Bahnübergang. Unten. B. Oh, ich höre schon, das ist eine EP09. Ich sehe es noch nicht, aber 100 Pro EP09, ohne dass ich nachgesehen habe. Das ist eine EP09.
Na, zoom zurück und jetzt stelle Berg. SPDR, was willst du? Nix von mir. Gut. Junge. Oh, da bist du aber auch kurz unterwegs. Gut. Hier wieder Retour, Stammstellwerk. So, sagen wir hier mal die Porrit. Wunderbar, das passt. 10:72, abgefahren mit einer Verspätung von 3 Minuten nach Tomislo. Und da hat's gekracht. Tomislo, da ist er. Kann man das auch hier wieder zurückbauen? Einmal so. Achso, einen Moment. Immer von hinten nach vorne. Passt, erledigt. SWDR, was willst du? Achso, das war eine Bestätigung. Danach haben wir jetzt um 13 Uhr Little Beaver mit dem Güterzug. Diesmal von hier vorne. Da. In die andere Richtung. 18, 13. Haben wir ein paar Minuten Zeit. Okay, liebe Leute, gibt für euch noch meinen Cut. Bis soweit ist. Bis gleich hier in Wasilko. Und schon bin ich wieder da. Ich habe eine Anfrage bekommen von Tomislo. Und zwar für den nächsten Güterzug. Ich zeige euch mal ganz kurz, welcher das ist. Und zwar ist es der 227580 von Tomislo nach Onniki. Übrigens der TME oder TBR kommt auch von da. Und ist der Little Beaver, mein Moderator auf meinem Discord-Server. Also übrigens mal unbedingt mal vorbeischauen, discord.gg/bravourlion. Und den schauen wir, dass wir durchfahren lassen können. Mit einem Gewicht von 742 Tonnen. Fährt nach Onniki. Gut, Gleis 1, Einfahrt würde ich sagen. Und dann bereite ich das hier schon mal vor. Yes, Sonic 3-4-2-2-7-5-8-0, Fragezeichen. Passt. Währenddessen, ich brauche... A auf die 1. RG1. So. Hä? Jetzt falsch. Clamp RG1. Achso, das war weiche 1. Ah, ich bin zu doof. Okay. Oh, auf die 1. Freigabe. Und gut ist. Und weil ich jetzt aufgemacht habe, war der Übergang zu. Kurz auf den Bärhund gucken. Jo, ist drinne. Und dann wäre es hier von G nach draußen. Da braucht es gar nichts. Alles klar. Immer hier vom Bärhund. Sollen wir hier... Ah, da ist das Schild hier im Weg. Weil ich kann ja eh nicht hier stehen, weil ich muss ja die Ausfahrt stellen. So, fahren wir mal ganz kurz. Onniki. Ah, hallo. So, Onniki, KB1. Ist in GSO Free vor 227, bla bla bla. Los geht's. Wenn man gerade sagt, ja, let's go. SO3, geil. Also, Onniki. Wo ist es denn? Onniki. SO. Verbinden. WBL. Add blinkt. Können wir hier gerade weitermachen?
Was war das? G. Das wäre das. Und G. Ausfahrt. Haben wir. Cool. Heron. Raus hier. Ich will hier mal schnell sexy Pose haben. Ist ein bisschen fahrlässig, ich bin hier auf dem Gleisstehen. Machen wir hier mal so. Moment. Warum sieht es bei der... Okay, nee, das war nur optisch so. Alles gut. Die Weiche liegt richtig. Schauen wir mal auf die Uhrzeit. 18.09. 18.13. 18.53. Das ist ein TBR. Ja, okay. Ich glaube, dieser TBR, der schafft es noch ins Video rein. Ist für mich dann ein bisschen Pause. Aber dann seht ihr den noch. Ich werde den, nachdem er auch schon Verspätung hat, eh, glaube ich, auf das Gleis hier leiten, wo ich gerade bin. Und ich meine, zwei Hebel mehr ziehen. Und lassen den ausfahren. Das ist die letzte Spezialfahrt. Warten wir jetzt mal auf Biber. Okay, kleiner Cut, bis Biber da ist. Also, bis gleich. Und da ist er ja auch schon. Oh mein, Moinsen. Level 19 hat er schon, der Junge. Sag mal. Ja, soll ich es machen? Ja gut, ich habe im Discord gefragt, dass ein paar Leute durchfahren. Verschreckt. Kann man das schon mal vorbereiten? Departed. Normalerweise bin ich jetzt nicht aufnehmen, habe ich von Stream für das Makros. Kann ich einfach einen Button drücken und er macht das, was ich jetzt hier händisch mache. Das ist noch ganz praktisch. Da habe ich dann auch so speziell für Item Analyze when ready etc. Und entsprechend Verabschiedung in drei verschiedenen Sprachen etc. Nur Knopfdruck entfernt. Hallo YouTube. Herzliche Kommentare zurück. Hallo Biber. Oh, das ist ja mal bunt. Egal, mal zu schnell. Wie kannst du nur? Und der Rausch da davon. Da hat's Klick gemacht. Naja, wir schauen uns die Ausfahrt noch an. Bevor wir hier wieder alles zurücksetzen. Wunderbar. Gut. Tun wir mal abstempeln. On time. Und Niki, wo bist du? Departed. Güte, weiterfahrt. Bis bald, let's go. So. Also, nehmen wir hier mal alles wieder zurück. Hätten wir das. Gehen wir ins Hauptstellenwerk hier nochmal rein. Zuerst das Signal.
den Vorstrauß hier, denn das hier. Hätten wir das. Gut, der letzte Zug des Tages wäre tatsächlich nur dieser TBR. Wenn wir hier nochmal reinschauen. Wie schwer ist der eigentlich? Ist der da gerade? Moment. Oh. Okay. Schaut es aber an. Okay, es gibt auf jeden Fall noch meinen Cut, weil es dauert noch recht lang. 58 plus 15 Minuten. Also wenn der jetzt krass verspätet ist, überlege ich mir das nochmal. Aber für euch erstmal einen Cut und dann seht es ja, ob er kommt oder nicht. Ja, wer hätte das gedacht? Unser TBR kommt nochmal an. So, da lassen wir ihn mal einfahren. Schaut euch das mal an. Der hat eine Verspätung von 22 Minuten und eigentlich habe ich in 9 Minuten oder 8 Minuten eigentlich schon Feierabend. Oi, oi, oi. Ja, da ging es ein bisschen ab. Okay, nachdem man die Verspätung hat, schauen wir jetzt mal ganz kurz. Gehen wir hier mal wieder rein. BL, hier wird es auch schon langsam dunkel. Möchte ich dich nicht auf das Sperrunggleis einlassen? Ich schaue jetzt mal ganz kurz. Ich möchte dich auf Gleis 4 reinlassen. Also, nur zum Gucken. Gleis 4 ist das hier. Dort sind zwei Perrons. Gleis 4 da oben. Wir gehen aber zurück. Södere. Schauen wir mal. Also Gleis 4. A auf 4. Das wäre 1 und 2. Gut. Das wäre das. Einmal so. H2 für die 40er. Kurz kontrollieren. Sieht gut aus und ich weiß, ja, der braune Begang ist noch offen. Das sollten wir gleich ändern. Das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht sehr gut aus. Wunderbar. Beziehungsweise SPDA. Ist noch nicht mehr drüber. Ich lasse mir das mal offen. Das ist jetzt natürlich nicht so geil. Nehmen wir nochmal zurück. Nur damit wir hier sicher sind mit dem Bahnübergang. Kann ich dich gerade wieder runterziehen? Das muss ich jetzt gerade mal testen, aber es sollte eigentlich gehen. A2. Ja, okay. Perfekt. Perron. Also, werter Herr Kollege. Bahnübergang, warte mal, WI. Ich mal wieder auf. Ist immer noch keine Ausfahrt. Sorry, ich mach wieder auf. Wunderbar. Fürs Erste, der will nach LCS Glono LP. Ja, ich weiß, ich habe nur noch 5 Minuten. Ist das nur 3, 4, delayed? 5, 8, 0, 9, 3, 0. Fragezeichen. Ach, der Shit. 22 Minuten. LCS Glono. Wie lange machst du eigentlich noch? Naja, bis 20 Uhr. Ist aber auch nicht so viel los. Bei ihm hat ein Zug jetzt momentan. Abwarten. Okay. Ich schau mal, dass hier mal rot wird. Also rot durchgehend. Gehen wir mit der Einfahrt und hoffentlich werden wir dann ganz schnell wieder los. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr ziehen müssen hier auf der Station. Gut, liebe Leute, bis gleich, wenn es soweit ist. Ciao.
So, unser Sonderzug ist unterwegs. Ich habe noch die Info bekommen von unserem Fahrdienstleiter von der freiwilligen Station, dass der Zug auf Ersatzsignal losgefahren ist. Habe dann lieberweise nochmal darauf hingewiesen, dass er da bitte DPO machen soll. Falls ihr nicht wisst, was DPO ist, ne? Also DPO könnt ihr dann hier drücken, unter anderem, wenn der Zug auf SZ losgefahren ist, um der nächsten Station quasi zu signalisieren, dass man das Ausfahrsignal drüber. Und da ist er auch schon. Ah, und das Spiel laggt. Oh, Spiel, beruhig dich, danke. Spiel bitte. Und er ist da. So. Vitton. Die Uno 16 Meter, 83 Tonnen. So gut. Hä? Hier falsch. Okay. Okay. Gut. Weiter im Programm. Wir machen hier den Bahnübergang erstmal zu. Shift das da. Bahnübergang. Ich habe eingestellt gehabt. B auf. Ne, Moment. A auf. Ah, der Jack 4, Switch 1 und 2. Oh, das wäre so jemand, der stresst. Gut, Einfahrt hat er erstmal. Geben. So. Schauen wir mal, LCS Cloner PL ist. Achso, ich hab schon hier drin. Danke, okay, Vergangenheits-Ich, LCS Cloner. Gut. Plus 22. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Was ist denn mit dem SPDR los? Einzelnen Lock. Chat, was ist los? SCS Luna LP ist frei. Der kommt doch mit mehr Sachen an. Was habe ich gesagt? SCS Luna LP. SCS Luna LP. Sorry, bis. Oh. Was schreibst du frei? Ah, ja, was soll's? Ah, ist Level 20, auch nur zu. Kein Kommentar. Aber das sieht wenigstens gut aus. Und wenigstens gemischt. Habt ihr das auch gerade gesehen? Dieses Dreieck. Da auch wieder. Da auch. Und verschwindet dann einfach. Okay. Keine weiteren Fragen. So, Bahnübergang ist wieder frei. Können wir da aufmachen. Sehr gut. Autos drüber heizen. Wunderbar. Hier wieder zurücksetzen. Das erste.
Achso, er hat es gar nicht genommen fürs Erste, aber das ist eh auch egal. Weil drin ist er. Okay, ab zum nächsten Stellwerk. Da steht er. Das wäre dann F4. Also sprich Gleis 4 noch dort üben. FFF. F4, 12 und 13. Mal kopieren. 12 und 13, das sind die beiden Weichen. Ja, das passt. Und mehr machen fürs Erste auch erstmal nett. Mein Feigraber ist nicht da. Do you have an estimate? Siddele. Weiß ich schon mal, wie lange ich warten muss. Der erste Zug, der hier nicht durchfahren kann. Und der letzte ist voll über der Zeit. Ich meine, wir haben es jetzt 13 nach. Um 19 Uhr ist eigentlich mein Schichtende. Aber den Sonderzug, den wollte ich halt hier noch haben. Der fährt noch bis 20 Uhr. Schadenmäßig. Beziehungsweise 20:35 nach Schermin. Da hat es geklingelt. Ja, noch nicht. Okay, liebe Leute, gibt's mal kurz einen Cut. Bis wir hier mehr Infos haben. Bis gleich. So, dann, unser Zug hat Freigabe bekommen. Ist free. RCS Glono. LCS Glono LP, machen wir gerade mal. LCS Glono LD, das wäre das hier. WBL kommt. So, der Kollege ist hier bei F4. Wird auf F4 eingestellt, ja. Und der Block steht, sehe ich gerade, F4. F nach ZBB. F4. Und Abfahrt. So, letzter Zug. Die Portet. Dunkel wird's. Na? Möchtest du abfahren? Ich will erstmal Bremse lösen. Bin mir gar nicht so sicher, wie es eingestellt hat. Eins, zwei. Doch, also schaue ich gerade mal nach, aber das war F4. 2 F4. Ja, na doch, ist richtiges Signal. Ja, okay, er hat es gesehen. Da kommt der Pfiff. Gut, während er das macht. Abfahrtsmeldung. 40 Minuten zu spät. Läuft. Die Portet. Hätten wir das. Das könnte ein bisschen dauern, bis der auf Geschwindigkeit kommt. So, dann have a good trip. Er wird nur Spaß haben mit seiner Verspätung. Hamburg mit dabei. Oh ja, Hamburg Süd.
Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich die Station öfter mache. Die macht schon irgendwie Laune. Ich meine, jetzt war ich im Summe ab 5 Stunden hier drin. Ihr habt das im Schnitt jetzt hier mitbekommen. Aber hat schon was. Aber nicht so geil wie Falebo. Ich würde sagen, ich verabschiede mich mal mit dem Blick, den ihr jetzt habt, mit dem Güterzug, also dem TBR-Zug, der hier ausfährt. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da und dann sind wir schon bald in TD2 oder in Zipwell oder in einem anderen Abenteuer, wo ich Unfug mache. Bis dahin, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.